Sonst rennst du mit so einem Weibergerät durch die Gegend. Warum bist du nicht draußen, bei den anderen? Am Bahnhof, wo die Verwundeten ausgeladen werden. Werde gehorsam, Herr Hauptmann. Das hat man mir verboten. Warum? Weil ich versucht habe, mit unserer Truppe an die Front zu fahren. Schon dreimal. Wie heißt du? Franz Lang. Wie alt? Jetzt bin ich gerade 16. Als ich es das erste Mal versucht habe, war ich 15. Fantastisch. Wie weit bist du gekommen? Das letzte Mal bis an die Front. Na und? Man hat mich verhört und dann wieder zurückgeschickt. Im Feuer warst du nicht? Nein, Hauptmann. Leider nein. Gut. Jetzt hol mir erstmal eine Zigarette. Franz, was machst du hier? Franz verhilft mir gerade zu einer Zigarette. Franz, ich habe dir befohlen, Saal 12 zu reinigen. Und ich habe dir hier zu befehlen. Niemand sonst. Meine Gnädigste, Franz wird Saal 12 weder heute noch morgen reinigen. Es sind ja genug andere da. So. Und darf ich fragen, warum, Herr Hauptmann? Weil er von heute an in den Dienst meiner Schützenkompanie eintritt. Herr Hauptmann, ich möchte ein für alle Mal feststellen, dass ich über den Einsatz des Personals zu bestimmen habe. Franz, du kommst sofort mit. Franz, du bleibst. Franz. Du bleibst. Franz. Gestatten, gnädigster, eine Frage. Wann sind